Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Wartorio-Folge hier in meiner zweiten Factorio-Serie. Und wir haben soeben die Bergbauproduktivität 3 abgeschlossen. Das eröffnet uns hier neue Möglichkeiten im Harvester Floor. Und ich denke, wir werden hier etwas weiter forschen. Vielleicht zuerst die Grundplattform. Aber was wir heute vor allem machen wollen, ist hier in diesem Bereich noch die gelben und lila Flächen produzieren. Und letztes Mal haben wir ja hier drüben eine Anlage für Automation, auch mit Roboter hingestellt. Das bedeutet, wenn wir den Baubereich so erweitern, dass alles abgedeckt wird, sollte eigentlich alles automatisch gebaut werden, denn wir haben das Ganze hier als Blaupause vorhanden. Die Frage ist immer nur, von wo kommt es rein? Das hier scheint die einfachere Blaupause zu sein. Packen wir doch hier hin. Und ich habe natürlich noch etwas in der Tasche. Ich denke, wir können hier noch einen Roboterport hinstellen. Und durch das, dass wir dann hier die Leichtbauteile für die Forschung selbst herstellen, machen wir zuerst noch Artillerie, dass wir dann hier die Leichtbauteile selbst herstellen, sollten wir da oben besser zurande kommen, weil die werden dann nicht mehr für die Produktion hier benötigt. Brauchen wir hier einfach noch einmal Strom verbinden. Und dann ist wiederum die große Frage, wo kommt was rein? Hier haben wir blau. Blau. Wieso sage ich immer blau, wenn ich grün meine? Was wir hier brauchen, sind die blauen Prozessoreinheiten, die wir nicht hier produzieren. Und die kommen von hier. Auf diesem Band hier mach das mal so, haben wir dann
schlecht eingestellt. Ich denke aber nicht, dass ich mehr als 50 brauche. Brauchen wir hier einmal die grünen. Auf der anderen Seite machen wir blauen. Was brauchen wir hier? Das sind die zwei Inputbänder. Wir brauchen sehr viel Kupfer und Stahl und Kunststoff. Das heißt, Stahl und Kunststoff können zusammengehen. Kupfer nicht. Und das Band geht hier rüber. Das ist der Output. Ah, das geht hier unten durch, das wechselt ab. Okay. Das heißt, hier auf dem Band, hier, bekommen wir Kupfer rein. Haben wir Stahl und da Kunststoff. Was brauchen wir hier noch? Hier brauchen wir irgendwo Eisen. Eisen kommt von hier. Haben wir hier Eisen und Stahl drauf. Richtung. Müsste dann ja eigentlich Stahl rauskommen. Dann
brauchen wir offenbar auch noch Stahl. Stahl und Batterien. Anforderungskiste hierhin mit Batterien. Da sind sie. Das und hier, da fehlt uns noch hier gar nicht mit dem vorüber, aber wir können von hier hinten können wir das hochziehen, rüberziehen. Dann haben wir Schmiermittel. Damit sollten wir alles haben, wenn wir denn hier effektiv auch das Problem. Ich sehe das Problem. Habt ihr es auch gesehen? Stahl liegt auf der falschen Seite hier. Also wir müssen das hier. Ein bisschen komplizierter. So. Jetzt ziehen wir hier alles vom Band. Und dann bekommen wir Stahl dadurch. Dann laufen auch die an, und wenn die anlaufen, dann
laufen auch die an. Und hier oben müssen wir dann die Fläschchen rausbekommen. Okay, die Fläschchenproduktion läuft. Dann ist nur die Frage, ob die an der richtigen, am richtigen Ort raus. Ja. Wunderbar. Und wie ihr erkennen könnt, das ist ein Setup, das könnten wir hier unten nochmals dranhängen. Denn der Input ist immer schön auf dieser Seite hier. Und ein Nachteil mit diesem Setup, den wir hier haben, ist all das läuft nur, wenn wir von hier Kupfer bekommen, von hier Eisen und Stahl. Und da haben wir nur Input, wenn wir hier den Zug anlegen und von da oben Eisen bekommen. Oder eventuell auch hier mit dem Zug das Ganze rankarren. Gut. Das war die erste Fläschchenproduktion. Die haben wir am Laufen. Das heißt, hier das mal rausnehmen und effektiv brauchen wir das hier ja nicht. Wahrscheinlich eine andere Kiste. Machen wir doch eine solche Kiste hin. Vielleicht brauche ich einfach verschiedene Kupferkisten. Das offen lassen, dann, denn dann wird die einfach so befüllt.
Zeugs, was wir so rumliegen haben. So. Und dann Violett. Violett ist noch kleiner. Scheint hier nach oben durchzugehen. Hier was hinstellen. Sehr großzügig sein. Gut. Und dann geht das Spiel wieder los. Wo bekommen wir die Ingredienzien her? Das hier scheint Kupfer zu sein. Eigentlich brauchen wir hier nur ein gelbes Band. Das heißt, haben wir hier auf dieser Außenseite haben wir Eisen. Dieser Seite. Und auf der anderen Seite denke ich entweder Stahl oder Stein. Stahl ist hier. Das heißt hier. Rein und das kommt von irgendwie von da oben durchschleifen. Schaffen wir es, einen blauen Tunnel? Ja. Da bringen wir Stein rein. Was ist hier?
hier noch fehlt, ist Kupfer. Kunststoff. Ich denke, da ist der Ausgang. Das heißt, Kunststoff kommt hier rauf. Ausgang, Eingang, Eingang. Eingang für die. Das heißt, hier haben wir Stein und Stahl. Was links und was rechts ist, denke ich, ist egal. Nicht, wieso wir da einen Teiler haben, denn wir brauchen auf dieser Seite rote und grüne. Wenn die rankommen, dann müssen auch all die laufen. Sobald wir die haben,
dann müssen wir auch lila Fläschchen produzieren. Genau, die Produktion läuft an. Und hier oben sortieren wir dann quasi die Fläschchen von den Gleisen aus. Sind gar nichts mehr am Forschen. Machen wir doch noch Uranmunition. Genau. Und da kommt sie. Wunderbar, so gefällt mir das. Und dann liegt es im Wesentlichen nur noch daran, dass wir genügend Material hier oben rankarren können. Und hier ist das Feld noch voll. Ich denke, da unten sollten wir auch unsere Verteidigung etwas ausbauen, denn wir haben festgestellt, das brauchen wir zumindest da oben. Hier scheint es als... Ah, da kommen die ersten Grünen. Dann stabilisieren wir zwischendurch mal. Gehen Karasch in den Keller schauen. Ja. Mit der Stabilisierung verbrauchen wir natürlich mehr Energie. Und da müssen wir dann effektiv auch schauen, dass wir immer dafür sorgen, dass uns die Brennelemente hier unten nicht ausgehen. Denn sonst sieht es mit unserer Basis düster aus. Jetzt haben wir ja hauptsächlich mit Laser verteidigen. Wenn uns der Strom abgeht, dann ist nichts mehr mit Verteidigung. Gut. Sieht es denn so aus? Ja. Wir sind hier schon ziemlich weit draußen und wie ihr sehen könnt, da gibt es überall Löcher. Das heißt, da sind auch Alien-Basen im Bereich drin. Aber ich denke, es hält sich gerade noch so. Hier hinten sehen wir die ersten Erzförderer,
die sind schon weggeatmet. Wie sieht es denn bei den Harvestern aus? Ah ja. Ah, okay. Da muss ich dann doch mal schauen. Ja, hier der Boden ist größer geworden. Hier sieht alles noch in Ordnung aus, aber ich glaube auf der Eisenseite. Ja. Da ist uns die Munition ausgegangen. Uranmunition ist durch. Dann machen wir doch die beiden Plattformen. Wir sind bereits wieder in Überlänge. Darum denke ich, ich werde hier noch etwas aufräumen, die Forschung durchmachen. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge überlegen müssen, ob wir weiterziehen. Was allenfalls noch Sinn machen würde, ist, dass wir da unten, wo wir die Schmelzen im Keller haben, zeige ich das rasch. Hier, dass wir da oben so ein Storage haben, so dass wir, wenn wir auf einem neuen Planeten ankommen, haben wir noch etwas Erze auf der Seite, die da durchlaufen können, nicht dass das gar alles stillsteht. Das müssen wir zuerst noch angehen, bevor wir weiterfliegen. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss!